Sie wollen eine zusätzliche Geldeinnahme? Ich zeige Ihnen, wie dies über das Internet möglich ist. Mein Name Klaus Götz. Ich bin seit über 30 Jahren in der Motorrad- und Quadbranche tätig. Vor 35 Jahren habe ich mein erstes Motocross-Rennen bestritten. Und sicherlich kennen Sie mich noch aus den früheren Tagen, wo ich Tuning-Teile entwickelt habe, Höherlegungsteile entwickelt habe und vertrieben habe und sehr dicke, sehr große Kataloge produziert habe. Das Problem war nur bei den Katalogen, sobald sie fertig waren, war er schon wieder veraltet. Wir haben uns daher entschlossen, nur noch über das Internet zu arbeiten, da nur über diese Plattform eine Aktualität überhaupt denkbar ist. Das ist auch Ihr Vorteil. Sie können hier standortunabhängig Ihr Business machen, egal wo Sie sind. Selbst im Urlaub können Sie noch Geld verdienen. Das Internet arbeitet für Sie. Sie können es nebenberuflich oder, wenn es Ihnen gefällt, später auch hauptberuflich ausüben. Wenn Sie das so wollen, dann sind Sie hier genau richtig. Wir haben für Sie ein fertiges Paket geschnürt und ich zeige Ihnen heute mal ein Beispiel von eBay das. Sie können dann sofort nach kurzer Zeit starten und die ersten Gewinne einfahren. Was Sie brauchen, ist lediglich ein Internetzugang. Als erstes starten wir auf der Verkaufsplattform eBay. Folgend sind dann Amazon, Hoot, Yatego und ähnliche Plattformen möglich. eBay hat den Vorteil, dass eine sehr hohe Marktdurchdringung vorhanden ist und man schnell gezielte Kampagnen umsetzen kann. Ich zeige Ihnen nun Schritt für Schritt, was Sie machen müssen. Als erstes sollten Sie ein eBay-Konto anlegen. Wichtig ist hier, ein Verkäuferkonto anzulegen. Das gleiche gilt für ein PayPal-Konto. Sie benötigen unbedingt ein PayPal-Konto. Dieses muss mit diesem eBay-Konto dann verknüpft sein. eBay leitet Sie entsprechend so weiter. Und das PayPal-Konto sollte verifiziert sein. Denn sobald Sie, ich denke, 1.000, 2.000 Euro drauf haben, möchte PayPal unbedingt diese Verifizierung und sperrt so lange Ihr Konto, gehen Sie mit ihm vorweg und verifizieren Sie es vorab. Zusätzlich empfehlen wir noch, ein extra Bankkonto anzulegen, ein Girokonto, damit Sie einfach eine bessere Übersicht und Transparenz über Ihr neues Business haben. Dann sollten Sie auf Ihrem Computer TeamViewer installieren. Hier wichtig, bitte für private Zwecke anklicken, nicht für kommerzielle oder geschäftliche Zwecke, sonst fällt bei TeamViewer eine Gebühr an. Sie können es downloaden unter teamviewer.de. Es kostet nichts, das Programm. Sobald Sie dies angelegt haben, senden Sie uns bitte den eBay-Zugang mit Passwort per E-Mail zu. Wir erstellen dann einen Token. Mit diesem Token haben wir dann einen Zugang zu Ihrem Konto automatisiert auf unser Warenwirtschaftssystem und können so alles automatisieren und organisieren. Danach erstellen wir für Sie einen Webshop in eBay mit Ihrem eigenen Design und Template. Hier benötigen wir dann Ihre Geschäftsdaten, Ihr Bankkonto und so weiter. Das muss alles in eBay implementiert werden. Genauso müssen wir für Sie die AGBs implementieren und ähnliche Dinge. Selbstverständlich gehen wir sehr vertrauensvoll mit Ihren Daten um und geben die nicht an Dritte weiter. Parallel oder vorab sollten Sie sich mal über Ihre Vorlieben und Ihre Themen, wo Sie sich besonders gut auskennen, Gedanken machen. Ich meine, kennen Sie sich gut aus in der Motorradbranche, Motocross, Enduro, Quad, bei ATVs oder sehr gut bei Auspuffanlagen, bei Nerfbars oder ähnliches. So wie Ihre Vorlieben sind, ist es von Vorteil, wenn Ihr eBay-Konto auch entsprechend dieses Wort beinhaltet. Also wenn Sie zum Beispiel irgendwas mit Motocross zu tun haben oder tun haben möchten, sollte der eBay-Account irgendwas mit Motocross heißen. Ich kann Sie auch hier nochmal kurz per E-Mail beraten, wenn Sie mir nennen, was Ihr Thema da spezifisch ist. Denn genauso werden wir dann auch den eBay-Shop
in diese Richtung benennen. Das hat den Vorteil, dass Google, also die Suchmaschinen, Sie besser und schneller finden werden. Wenn Sie nicht wissen, was genau Ihre Vorlieben sind, machen Sie einfach ein kleines Brainstorming. Das heißt, ohne lang zu überlegen, schreiben Sie auf ein Blatt Papier auf, wo Sie sich gut auskennen, was Sie gut können, und gehen dann einfach die Prioritäten nach und senden uns dies bitte per E-Mail zu. Wir stellen dann für Sie entsprechend Ihren Vorlieben die 10 ersten Produkte in eBay ein und der Verkauf startet. Wir machen hier in eBay ein extra Design und Bildung und Produktbeschreibung für Sie. Wir stellen alles für dich ein. Sie müssen hier eigentlich gar nichts mehr machen. Wird ein Artikel verkauft, geht auch automatisch eine Meldung an uns und in unser Warenwirtschaftssystem. Automatisch bekommen Sie auch eine E-Mail über diesen Verkauf. Das gleiche gilt bei Zahlung mit PayPal. Diese Bezahlung bekommen wir automatisch mitgeteilt von PayPal und Sie bekommen auch automatisch von eBay eine E-Mail. Der Verkauf eines Artikels bekommen Sie dann auch wiederum von eBay per E-Mail zugeschickt. Sicherheitshalber oder auf jeden Fall am Anfang sollten Sie trotzdem Ihr PayPal-Konto dann immer wieder überprüfen, ob die Zahlungen in PayPal auch in eBay registriert sind und uns dies bitte auch kurz mitteilen. Das heißt, am Anfang den Namen des Käufers per E-Mail einfach zusenden, vielleicht noch, was er gekauft hat oder ähnliches, damit wir einfach eine doppelte Kontrolle am Anfang haben, weil auch viele Systeme, auch wenn sie automatisch laufen, haben doch die ein oder anderen Tücken. So. Wenn Sie nun etwas verkauft haben, bekommt der Kunde automatisch dann eine Auftragsbestätigung sowie eine Zahlungsbestätigung bei Banküberweisung von uns per E-Mail. Nur bei Banküberweisung, da bei PayPal der Kunde automatisch schon eine E-Mail von PayPal auch erhält. Dann versenden wir das Paket in der Regel sehr zeitnah an den Verkäufer direkt mit einer Rechnung, mit den Versandpapieren, mit der Tracking-Nummer. Der Kunde bekommt automatisch diese Tracking-Nummer dann per E-Mail von uns zugesendet. Sie müssen gar nichts machen. Wir versenden nur versicherte Pakete und nur mit Tracking-Nummer, da sonst etwas nicht nachvollziehbar ist. Also keine Päckchen, Kuverts oder ähnliches. Das stört den ganzen Ablauf und es ist einfach nicht mehr nachvollziehbar. Sollte je mal eine Retour vorkommen, kann der Kunde uns direkt die Ware, sollte dann ausreichend frankiert sein, zusenden oder wir veranlassen eine Abholung vor Ort. Sollte ein Fehler unsererseits für die Retour sein, übernehmen wir selbstverständlich hierfür die Kosten. Ansonsten müssen wir Ihnen diese Kosten belasten. Hier, wenn wir einen Abholauftrag durchführen sollen, bitte uns einfach die Kundennummer des Kunden oder die Adresse per E-Mail zusenden mit einer kurzen Erklärung, was wir praktisch damit machen sollen. Es liegt auch jedem Paket ein Retourenformular bei, was der Kunde unbedingt ausfüllen muss, dass, wenn wir das Paket zurückerhalten, gleich im Logistikzentrum wissen, was wir damit machen sollen. Nun, sicherlich ist für Sie auch sehr wichtig, was Kosten betrifft. Ich habe mal zusammengestellt, was so Fixkosten sind, wobei die Provisionskosten natürlich immer in Abhängigkeit von den Verkäufen, von dem Umsatz stattfindet, wobei das immer linear gleichbleibend ist. Daher ist die ganze Sache sehr leicht kalkulierbar und überschaubar. Und wir bewegen uns in wirklich sehr, sehr kleinen Zahlen. Also das Risiko ist eigentlich gleich null. Fangen wir mal mit eBay an. eBay-Kosten monatlich fallen 19,96 Euro an. Das sind die Kosten, wo eBay für einen Webshop verlangt. Sie können auch später noch ein zusätzliches Tool, was ich Ihnen dann noch nennen würde, bei eBay auch abonnieren. Das kommt auf ca. 9 Euro und hat den Vorteil, dass Sie einfach eine bessere Übersicht über Ihre Verkäufe haben, was Sie allerdings in den ersten ein oder zwei Monaten eigentlich nicht benötigen.
Außer Sie haben natürlich schon einen funktionsfähigen Shop, wo man gleich mehr wie 10 Produkte einstellen kann. Und dann ist der Sachverhalt etwas anderes. Dann empfehlen wir auf jeden Fall, dieses Tool auch noch zu benutzen. Dann fallen bei eBay pro verkauften Artikel eine Provision an. Und auch pro eingestellten Artikel 10 Cent Einstellgebühr an. Diese Einstellgebühr fällt pro Artikel an, egal welche Stückzahl man einstellt. Dann, die Provisionen von eBay sind ungefähr, es ist eine Variable bei eBay, deswegen kann man das nicht ganz genau beziffern, 7-11%. Je mehr Sie bei eBay verkaufen, je mehr bekommen Sie Rabatt. Sie können bestimmt diese Profi-Seller, und hier gibt es Profi-Seller Bronze, Silber, Platin, und je höher Sie ein Profi-Seller später dann sind, bekommen Sie von eBay zusätzlichen Rabatt. Das sind die Kosten eBay. Kosten PayPal fallen beim PayPal-Konto eröffnen keine Kosten an. Sie müssen lediglich pro eingehende Bezahlung an PayPal eine Gebühr, die auch umsatzabhängig ist. Momentan ist sie ungefähr 1,2-2%. Ist wie gesagt umsatzabhängig. Dann fallen einmalige Einrichtungskosten für die eBay-Templates, das ERP-System und die ganzen Automatisationen von 97 Euro an. So, die Kosten also zusammen bei Start sind 130 Euro. Danach jeden Monat nur noch 19,96 plus dann eben entsprechend die jeweiligen Verkaufsgebühren. Kalkulieren Sie einfach mal am Anfang so mit 10-12% Verkaufsgebühren, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben keine Kosten für teure Werbung, für Anzeigen und Ähnliches oder Erstellen von Newsletter und Ähnliches. Das übernehmen wir alles für Sie. Zusätzlich legen wir für Sie eine eigene Internetseite an. Sie selbst können dann Inhalte eingeben. Wir legen dies in Form eines Blogs an und hier ist es sehr wichtig, dass Sie in diesem Blog immer wieder neue Berichte reinschreiben, immer wieder neue Hinweise, Tipps reinschreiben, Links setzen. Das ist einfach wichtig für den Suchmaschinenbereich. Dann die Abrechnung mit uns. Wir haben hier zwei unterschiedliche Modelle. Generell möchten wir am Anfang mal wöchentlich abrechnen. Wir können dann später, je nachdem wie sich das entwickelt, auch monatlich abrechnen. Sie erhalten von uns inklusive dem Porto und allem, was der Rechnungsbetrag betrifft, 18% Rabatt. Das heißt, Sie verkaufen etwas für 100 Euro, bekommen Sie 18 Euro Provision dafür. Das Einfachste ist, Sie hinterlegen bei uns einen geschätzten Wochenumsatz als Kaution. Also normalerweise sind das 500 bis 1000 Euro. Und wir schicken dann blanko, sobald die Kunden bei Ihnen bezahlt haben, die Ware an den Kunden raus. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, dass Sie Rechnung für Rechnung bei uns bezahlen und wir dann versenden. Kann unter Umständen aber dann sein, dass sich die Versendung der Ware etwas verzögert. Ich mache mal eine kurze Beispielrechnung. Also Sie verkaufen im Monat ca. 5.000 Euro Ware. Das gibt eine Provision von 900 Euro. Ziehen wir mal die Shopgebühren von 1996 ab, die Verkäufergebühren und Einstellgebühren von, nennen wir es mal 550 Euro, bleibt für Sie noch unterm Strich 54 Euro. In der Regel zahlen dann 60% der Kunden mit PayPal und der Rest per Banküberweisung. Schauen Sie, dass so viel wie möglich Kunden per Banküberweisung bezahlen. Deshalb ziehen wir hier nochmals Gebühren für PayPal in Höhe von ca. 45 Euro nochmal ab und
Wenn Sie mal an dieser Beispielrechnung bleiben oder sehen, bleibt ein Reingewinn für Sie von 405 Euro übrig, was im Jahr so ca. 5.000 Euro mehr sind. Und wenn das alles mal installiert sind, haben Sie eigentlich keine Arbeit damit oder wenig Arbeit damit. Sie können natürlich die gleiche Rechnung mit 10.000 oder 20.000 Euro Umsatz machen. Also wir haben Webshops laufen, die machen 5.000 Euro im Monat Umsatz. Wir haben auch welche laufen, die machen 60.000, 70.000 Euro, 80.000 Euro Umsatz im Monat. Hängt auch ein bisschen von Ihrem Engagement ab. So, und nun werden Sie sich sicherlich nach dem Haken fragen. Was ist der Haken bei der ganzen Sache? Nun, am Anfang, wie bei vielen anderen Dingen, braucht man einfach eine gewisse Anlaufzeit, bis alles installiert ist, bis alles in den Suchmaschinen ist, auch in der Suchmaschine selbst von eBay alles registriert ist. Ja, und wenn man neu ist bei eBay, darf man nur 10 Verkäufe maximal pro Monat machen. Wenn Sie schon einen Webshop haben oder einen älteren Account, ist diese Sperre nicht drin. Das ist ganz neu bei eBay. Und durch diese 10 Verkäufe allein entsteht wahrscheinlich im ersten Monat einfach kein großer Umsatz. Kann sein, dass Sie da keine Gewinne oder keine großen Gewinne im ersten Monat machen und sich das erst später dann einspielt. Wir bewegen uns allerdings in einem Bereich, Kapitaleinsatz, sage ich mal 130 Euro plus die Kaution, wobei die Kaution ja eigentlich nicht weg ist, sondern die ist ja nur hinterlegt. Also ich kenne kein Business, wo mit so einem niedrigen Betrag so erfolgreich, so ertragsreich werden kann. Und da wir einfach noch im Beta-Zustand sind, also wir testen hier auch noch sehr viele Produkte, haben wir keine Anfangsgebühren. Diese kommen später einmal auf bei neuen Kunden. Also bei Ihnen werden die nie entstehen in dieser Art und Weise. Wir haben allerdings nur eine eingeschränkte Teilnehmerzahl. Bitte nicht böse sein, wenn wir leider nicht mehr Teilnehmer mehr aufnehmen können. Sobald wir eine bestimmte Teilnehmerzahl erreicht haben, machen wir das Programm zu und öffnen es erst wieder, wenn wir die Kapazität für neue Teilnehmer haben. Da wir wissen, dass am Anfang einfach auch ein gewisser Support notwendig ist. Also, es liegt an Ihnen. Wollen Sie dabei sein? Warten Sie nicht so lange. Das Programm kann jede Minute geschlossen werden und so leid es uns tut, wir können dann keine weiteren Teilnehmer mehr aufnehmen. Wir müssen absagen oder Sie auf die Warteliste setzen. Wollen Sie daran teilnehmen? Schicken Sie uns gleich bitte eine E-Mail mit Ihrer kompletten Adresse. Und wenn Sie schon Ihre Vorlieben kennen, mit Ihren Vorlieben, und fangen Sie an, den Account zu eröffnen, fangen Sie an, das PayPal-Konto zu eröffnen und dann legen wir los. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Mein Name ist Klaus Götz und immer mit Vollgas voraus.